Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Destruction Derby Arenas. Jawohl, liebe Leute, und endlich geht's weiter, ja. Nachdem wir das letzte Rennen von Set ja gefahren sind. Leider. Letzte Woche keine Folge gekommen, das tut mir sehr leid. Ich sag einfach daran, weil ich ja krank geworden bin. Und deshalb ja nicht spielen konnte. Aber darauf, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir spielen eine neue Meisterschaft und ich hatte ja. Schaut euch dieses Auto von Set an. Meine Güte. Hinten mit Raketentriebwerken. Oh mein Gott. Nein, wir spielen mit Red Widow tatsächlich. Hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Und genau, so wie bei jedem Charakter, gilt es hier mal die Geschichte ein wenig einzublenden. Okay. Als eine Amerikanerin, okay. Auf der Höhe ihrer von Tod und bizarren Vorkommnissen überschatteten Karriere ist die Red Widow mit ihrer anmutigen Figur in ihrem markanten rot-schwarzen Latex-Dress aus der Sicht der Fans eine der beliebtesten Foda-Fahrerinnen. Ach, okay. Ihre Gegner sehen das allerdings ein wenig anders. Sie erlangte eine gewisse Popularität, als sie die ersten 5 Rennen der Utah Atlantic Campaign gewann und sich in einem schrecklichen Zusammenstoß beide Beine brach. Oh mein Gott. Was die Meisterschaft wieder spannend machte. Der Kampf um den Titel entbrannte umso heißer und im letzten Rennen hatten 2 junge amerikanische Fahrer die Möglichkeit, ihren Titel zu entreißen. Beide wurden während des Rennens in unterschiedlichen Unfällen getötet und die Red Widow wurde zum Champion gekrönt. Seitdem war die Karriere der Red Widow eine grausige Aneinanderreihung unzähliger Karambolagen toter Rivalen, verkrüppelter Teamkollegen. Eieiei. Während sie in Serien wie den Cardlights, der XX und der Hot Car Bier Serie, auch geiler Name, wo sie ihren aktuellen Foda-Team aufhielt, souverän von Sieg und Sieg fuhr. Das Gebetzel hörte jedoch mit ihrem Start im DD-Rennsport nicht auf. Insgesamt starben 4 ihrer unglücklichen Mechaniker bei mysteriösen Zwischenfällen und 6 ihrer Rivalen ließen bei Rangeleien mit ihr auf der Rennstrecke ihr Leben. Oha. Das Seltsamste bei all dem Tod und der Zerstörung ist jedoch, dass die Red Widow niemals verantwortlich ist. Ah, okay. Das sehe ich ein bisschen anders, aber okay. Sämtliche Unfälle sind bloße, äußerst unwahrscheinliche Zufälle, die mir niemand hätte voraussehen oder planen können. Geborstene Bremsleitungen, defekte Querlenker, fehlerhafte Tankanlagen, geplatzte Reifen. Und währenddessen fährt sie souverän weiter von Sieg zu Sieg. Nicht, dass sie das unberührt ließe. Ihres dunklen Schicksals durchaus bewusst ist sie Red Widow ein einsamer Mensch, der von Mechanikern und Rivalen gleichermaßen gemieden wird. Okay. Um ihr Privatleben ist es nicht besser gestellt. Ihre letzten 3 Liebhaber starben unter gewohnt mysteriösen Umständen, daher auch der Name. Und ihre Familie, also Widow heißt Witwe, und ihre Familie, vermutlich froh, sie endlich los zu sein, hat zu verstehen gegeben, dass sie zu Hause nicht mehr willkommen ist. Abgesehen davon ist sie eine verdammt gute DD-Fahrerin und eine regelmäßige Siegerin. Sie ist tief erbittert und eifersüchtig auf das normale Leben ihrer Rivalen, offensichtlich immun gegen das Unglück, das ihnen widerfährt. Ihre meistgehassten Gegner sind Danny Brand mit seinem Rattenschwanz an Liebhaberinnen und Groupies und die glücklich verheiratete Mariah. Wenn die Red Widow schon selbst nicht glücklich sein kann, will sie dafür sorgen, dass es auch niemand anderes ist. Und wenn niemand an... wenn sie nicht kriegt, dann wird sie das Schicksal... Dann wird es das Schicksal erledigen. Okay, also eine sehr verbitterte Frau, wie wir hier sehen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Gegen Danny Brennan und Mariah. Also die Erzfeinde. Okay. Wer gehabt? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und wir beginnen ganz normal mit dem Flughafen. Okay. Lieutenant Johnson. Aber jetzt brauchen wir nicht mehr überall erstes werden. Wir haben hier die Garantie schon. Trifft auf Roadshow, wenn Destruction Derby zum Flugplatz kommt. Drängeln Sie sich durch den Hangar an Ihren Konkurrenten vorbei, aber hüten Sie sich vor Bruchlandungen. Oh ja. Das stimmt. So,
Red Widow, ja, das wird jetzt ein bisschen was anderes Feeling. Schaut euch das mal an. Oh, schaut euch das mal an. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen, da muss ich mich wieder reinfinden. Aber die hat eine... Die Front von dem Wagen ist halt sehr stabil. Ne? Die Front von dem Wagen ist extrem stabil, weil halt der Motor von ihr scheinbar sehr schwer ist. Und genau dann, bang. Weil wir können einfach, ganz einfach die Leute wegrammen. Das ist überhaupt kein Problem. So. Und jawohl. Jetzt nochmal die Strecke ohne Lags. Das ist auch gut. So, und bam. Und da habe ich gerade eben die Rakete, die starten sehe. Das ist schade. Aber wir können das Flugzeug vielleicht sehen. Ja. Na komm. Da ist das Flugzeug. Okay. Ja, da geht's mal weiter. Ach, guck mal, da vorne ist Seth und er hat seinen normalen Anfängerwagen, warum auch immer. Okay. Dankeschön für die Punkte, Seth. Und den Bus hier können wir wegmachen. Ja, das war schon eine krasse Druckwelle. Die habe ich auch gefühlt. Okay. Und babam. Jawohl. Da lacht er, der Johnson. Da lacht er. So, weiter geht's. So, alle aus dem... Ja, Danny Brin, da. So, Freunde. Weiter geht's, Cassandra. Oh, okay. Der war gut. Auch wenn es nicht mein Kill war, aber war schon okay, ja. War schon gut. Wir sind 8. Position gerade. Das ist irgendwie nicht so geil, aber... Können ein bisschen aufholen. Und hier und Marco. Beerdigung? Was? Nein, bitte nicht. Ich weiß, dass du ein bisschen tot und so bist, aber nein. Ich möchte nicht beerdigt werden. So. Ich glaube, die hat eher Marco gemeint, aber okay. Wer ist denn Erster? Ach, Seth! Seth ist Erster! Den Kameraden kennen wir doch. Okay, krass. So. So, die letzte Runde schon. Oh mein Gott. So, und hier. Ah, verdammt, das war ein bisschen blöd getimed, aber nicht schlimm. Oh Gott, der Set, der ist ja richtig weit vorne. Den müssen wir beeinholen hier. Und das war's. Ah. Doch, da ist er doch. Oh shit, wartet mal, ich muss mich mal kurz kratzen. So, oh Gott, fahr doch, Junge, fahr doch, Mädel. Ja, wir müssen Plätze aufholen, kommt. Nee, den Set jetzt nicht hier vor dir herdrücken, sondern vorbeifahren. So, wer ist denn jetzt Erster? Erster möchte ich werden, bitte. Oh, wir haben da einen Reifen gekriegt, aber das reicht nicht mehr. Ach, Marco ist es geworden. Nicht weiter schlimm, ich glaube, wir haben genug. 46.000. Jo. Aber ganz knapp. Boah. Wie viel sind das? 500 Punkte vor Marco. Meine Güte. Wow. Marco hat sich in sich, ja. Okay, dann geht's direkt mal weiter nach Chinatown. Mit dem Yin Yang. Genau. Kennen wir doch auch den Kameraden. In Chinatown können Sie sich in einem sadistischen Hexenkessel mit Ihren Gegnern anlegen. Hüten Sie sich vor zu rücksichtslosem Fahren, das Sie um einen möglichen Sieg bringen könnte. Der Hexenkessel, ja, ja. 3, 2, 1. Okay, los geht's. Los, viel zu geil. Okay, dann fahren wir mal hier. Ja, sehr schön, der war gut. Da ist wieder Brandon. Punkte. Oh, shit. Ja, das ist der Effekt von der Red Widow. Wenn man ein bisschen zu lange... Bam! Wenn man ein bisschen zu lange driftet, dann ist das quasi ein Endlos-Drift. Dass die dann einfach weiter driftet, ohne dass man das irgendwie stoppen könnte. So, ich muss Yin Yang mal wieder einholen hier. Das kennen wir ja schon von Sam, ne? Dass der mal ein bisschen... Dass der gerne mal ein bisschen schnell ist. So, und hier und weiter. Ah, Crane, hi. Dich werde ich auch noch spielen. Und wir sind Erster. Zumindest was die Position angeht. KBM.
So, Yanamaguchi. Ah, okay, hi. Die gelbe wieder, okay. Ah, ja, ja. Die Bahn. Okay, hier und Bahn. Wie die Autos einfach wegfliegen, ist das so geil. Ich finde das so geil. So. Und da ist wieder Marco. Stimmt, der ist ja Zweiter in der Meisterschaft. Also dass der 18. ist, das ist eigentlich sehr gut für uns. So, aber ich würde gerne mal ein paar mehr Pünktchen sammeln. Mariah, hi. Auch unsere Erzfeindin hier. Okay, und Gabi! So, weiter geht's. Der Mann kennt keine Gnade. Ich kenne auch keine Gnade. Nicht nur der Mann. So, und oh, nimm die Medizin und oh, danke. Puh, das war knapp mit der Bahn, ey. So. Jo. Ach, Mann. Verdammt. Daneben. Das wäre ein schöner Crash geworden, aber... Nicht weiter schlimm. Können wir hier noch so ein bisschen diese Dinger hier mitnehmen? Punkte. Genau, so. So, da ist Marco wieder. Aber der ist irgendwie ziemlich weit hinten. Das ist gut. Da ist Marco. Der Zweite in der Meisterschaft. So, oh, schon die letzte Runde. Wir sind noch Zweiter. Okay, das müssen wir ändern. Wen haben wir denn hier auf dem Ersten? Wer ist denn hier auf dem Ersten? Hallo? Wer ist Erster? Ist das tatsächlich der Yin hier? Da ganz vorne, oder was? Was ist hier los? Ihr merkt's, ne? Weltweiter ist auch viel schneller als Set. Das ist ein... Ah, es ist Yin Yang. Gut. Oh. Glück gehabt. So, und fahr. Wow. Sehr schön. Oh, ganz knapp. 43.000 Punkte? Ja. 4.000 Punkte vor Yin Yang. Okay, insgesamt haben wir... 17.000? Ja, 17.000 Punkte Vorsprung. Oh mein Gott, das läuft gut. Das läuft echt gut mit dem Wagen. Also wie gesagt, den Wagen spiele ich auch viel lieber als Set damals. Ja, ist einfach dem geschuldet, dass der Wagen halt erstens schneller ist und zweitens mehr aushält. Und besser auf der Straße liegt. Bereit für die Arbeit im Stahlwerk? Bleiben Sie auf dem Laufsteg, um etwas Schwermetall auf Ihre Gegner regnen zu lassen. Diese Strecke sprengt jede Form, wenn es zum Schmelzchaos kommt. Oh ja, yeah, das Schmelzchaos. Jeremiah Steel und Co. habt ihr es eben gesehen? Ja, wieder geile Musik hier, ey. So, wie gesagt, ihr seht, ne, es läuft wesentlich besser hier. Yo! War klar, dass der gekillt wird. Da ist Marco wieder. Ah, okay, also er will's in der Meisterschaft wirklich wissen. Mal gucken, ob wir den verdrängt kriegen von da vorne. Destruction Derby. Narkotika, ja. Okay. Na, warte, die Kiste. Ach, Set, du Penner. Da dankst du mir also, dass wir dir die Autoteile gegeben haben. Okay. Energieboost. So, und einmal runter, weil da oben ist niemand. Ach ja, toll. Einmal gedreht. Das ist so ein bisschen der Schwachpunkt bei ihr. Dass sie sich immer gerne mal dreht. Aber, hey. So, und Jeremiah. Und Kapitän. So. Kriegen wir den gekillt? Kriegen wir den gekillt? Ah, nee, schade. Okay, egal. Da ist Set wieder. Oh, schon wieder dran vorbeigefahren. Ach, ja. Ich meine, wir haben irgendwie nur 6.000 Punkte. Irgendwie... ein bisschen merkwürdig, dass wir so wenig Punkte hier haben, aber... das ist halt der Strecke geschuldet. So, hier. Ja! Geil. Dieser Gut-Ratcher. Jo, Schlachtfeld. Das sehe ich auch so. Okay. Set ist einfach mal da oben gefahren. Da ist er doch. So, und dann hier und zack und Barrier Slammer. So. Was? Nee, ich hab keine Lockenwickler. Ich bin ja keine Frau.
Ah doch. Red Widow ist eine Frau. Das würde passen. Ich glaube nicht, dass sie Lockpickler trägt, aber gut. Was ist hier los? Oh, was ist hier los? Der schlafende Riese. Ja. Oh ja. So, und da ist er wieder. Ja! Ah nee, das ist gar nicht Set. Das ist gar nicht Set. Okay, schade. Wir müssen Plätze aufholen. Ja, komm. Ich bin aber gierig nach Punkten. So, und hier und Kabang. So. Das Schild, da war Set und der war Erster und deswegen dann vorbeigefahren. So. Wunderbar. 28.000 Punkte und da ist Marco wieder. Wer, du verwiesst mir jetzt meinen ersten Platz. Nein, tut er nicht. Wunderbar. Alles klar. Sehr nice. 39.000 Punkte. Mal gucken. Ja, locker. Guckt euch das an. 13.000 Punkte Vorsprung. Oh, alles klar. Ja. Insgesamt haben wir, sehen wir Foyenian und Set, Marco, Maria. Ja, für 10.000 Punkte, das ist ein angenehmer Vorsprung. Definitiv. Also, kann nur noch schief gehen. Im Kolosseum, ach, da, eine Vernichtungsarena. Okay. Mit Scratch. Yeah. Sieht wieder krass aus. Seit dem alten Rom hat sich vieles verändert, aber die Krieger kämpfen immer noch mit eisernen Streitwagen. Die Fahrer sollten auf die Mitte der Strecke achten, denn dort erwartet einen manchmal Schreckliches. Schreckliches. Oh ja. So sieht's aus. Okay, dann wollen wir mal. Wir holen uns, wenn möglich, das Schild in der Mitte. Und, jawohl. Okay. Nein. Boah, gehabt. Weil den Reifen braucht man hier nicht unbedingt. Man braucht hier tatsächlich eher ein Schild, weil deswegen. Guckt euch das an. So, da kommen sie wieder alle. Da kommen sie wieder alle. Ja, ich gebe alles, was ich hab. Da war der Johnson wieder. So. Aua. Verdammt. Okay. Destruction Derby. Also eine Vernichtungsarena. So. Das läuft sehr gut gerade, muss ich sagen. Also, wow. 24.000 Punkte nach... keine Ahnung, wie viele Sekunden. Das läuft schon. Oh ja, ein giftiger Angriff. Nein, nein, das wollte ich eigentlich nicht einsammeln, aber ist okay. Ach du Penner! Klaut der meine Medizin hier? Ja, ist egal, komm. So, und Marco. Und einmal Gas geben und. Oh, das macht so Bock, Freunde. Das macht so Bock. Yes! So, wo ist die Medizin? Die Apokalypse. Das war das Falsche. Okay. Wow! Ja, übertreiben. Das ist wirklich Blutbad. Oh Gott, die übertreiben alle hier, ey. So. Übertreib nicht so. Oh, kill. Ich will kein Mehl malen, ich will Leute killen. So. Was? Thor's Hammer. Die Kommentare. Herrlich, ey. So, Yo! Alles klar, Marco ist fast tot. Da ist Set. Ja, wir fahren einfach im Kreis. Ich meine, warum denn nicht? Ah, wir drehen mal um. Ist hier die Reparatur? Oder was ist hier? Was ist hier? Hallo? Da kommt gar nichts. Oh, upsala. Eieiei. Zum Glück haben wir vorne eine richtig krasse Panzerung. Ach. Geht ja genau in dem Moment weg. Das ist ja wohl nicht wahr. Ah, es war eh das Falsche. Okay. So, ich zeige euch mal die... Ah, ich wollte die Rakete zeigen. Verdammt nochmal. Egal. Das werden wir doch sehen, ob ich verliere. Dann... Wow, ja. Dann gucken wir mal mit der Rakete. Jetzt vielleicht kriegen wir sie ja ausnahmsweise. Jo!
ihr seht's. Hä? Zahnpasta? Was? Hä? Wieso Zahnpasta? Naja, gut, egal. Auf jeden Fall habt ihr es gesehen, ne? Mit der Rakete, die ist ziemlich heftig. So, Brandon, der hat noch ganz schön viel Leben. Ist sowieso immer so. In jedem Vernichtungsrennen, was ich hier privat gespielt habe, also nicht in jedem, aber in den meisten, sind immer Brandon und Lady Cassandra am Ende übrig. Einfach, weil die einfach krasse Autos haben, die viel aushalten. So. Ja, aber guckt euch das mal an, wir haben es gewonnen. Wir haben es gewonnen, wir können eigentlich jetzt locker hier ein paar Stunts machen. Ohne Angst haben zu müssen, dass uns jetzt noch jemand einholt. Also das haben wir gerockt, Freunde. Das haben wir richtig gerockt. Ich finde die Hupe. Die Hupe ist auch geil. Hast du... Na komm, aber wenigstens ein paar Pünktchen machen wir noch. Oh ja. Rot und schwarz. Ach guck mal, da liegt ein Johnson da hinten, aber... Nee. Okay, Cassandra. Ah! Können wir vielleicht... Ach, verdammt. Ja, das dauert so... Ah, danke. Du Sack, ey. Echt, du Sack. Ah, sehen wir, werden wir doch mal sehen. Der Brandon, der ist ein bisschen eingebildet, ey. Was bildet der sich ein? Nur weil der Deutscher ist? So, ja, wir haben's. Ach, du rutscht hier so blöd. Aber... Oh, haben die... Ja gut, eh nur 10 Sekundchen. Ah. Und cool, ich bin kein einziges Mal in den Abgrund gefallen. Ah ja, okay. 130.000 Punkte. So, dann haben wir das auch geschafft. Ja, guckt euch das an, ey. 33.000 Punkte nochmal. Und ja, 100.000 Punkte Vorsprung. Richtig nice, richtig nice. Okay. Ja. Das war schon die erste Meisterschaft mit Waldo. Meine Güte. Ja, speichern. Warum sagt er uns nicht, dass wir Upgrades haben? Nächste Runde? Nein. Wartet mal. Warum sagt er uns nicht, dass wir Upgrades haben? Da sind doch die Upgrades. Okay. Wir haben unser Auto upgradet. Ja, wieder mit dem Dreierboost hinten dran. Okay, drei kleine Raketentriebwerke. Sehr schön. Alles klar, liebe Leute. Das war jetzt ja schon wesentlich einfacher als mit Z. Gut. Da würde ich mal sagen, jo, bis hier weitergeht. Bei Casino. Sehen wir da beim nächsten Mal. Jawohl, dann würde ich sagen, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt es gerne weiter den Kanal. Und wie gesagt, hier weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss.